Heute beschäftigen wir uns mit einer Beschwörung. Das ist etwas sehr Starkes, das ist nicht nur ein Ratschlag, das geht weit über das hinaus. Beschwörungen macht man erst dann, man tut erst dann jemanden beschwören, wenn er vielleicht vor einem Abgrund steht, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, wenn es um sehr, sehr viel geht. Und es geht wirklich um sehr viel. Wenn man denkt, wie die Gesellschaft heute sexualisiert wird, schon vom frühen Alter an, soll alles zusammen über die Kante abgezogen werden, was mit der Zeit zu tun hat. Soll auch alles eingeebnet werden und man sagt nachher, cui bono, für wer ist das wirklich gut? Wer profitiert am meisten? Wahrscheinlich nicht unbedingt die Kinder, sondern andere Kreise. Wer tut das Schöpfungswerk von Gott, das so seinen eigenen Rhythmus hat, so empfindlich stören? Das ist eine Frage, die uns im Hintergrund natürlich beschäftigt. Und dazu lese ich einen Vers aus dem Hohelied. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht weckt und nicht stört, bis es ihr selber gefällt. Alles hat seine Zeit, eben auch die Liebe. Das sagt der Salomo an einem anderen Ort wieder im Hohelied, aber es stimmt eben schon. Er sagt es im Buch der Prediger. Alles hat seine Zeit und man sollte es nicht zu früh wecken. Ich kann mich erinnern, wo wir noch Gielen waren und Schildkröte hatten, so schöne griechische Landschildkröte. Wir haben nicht so viel Geduld wie die Tiere. Wir haben sie mal vorgereicht im Frühling, wo es noch kalt war. Ich kann mich noch besinnen, es hat ihn gar nicht gut getan. Ich glaube, einer hat es gar nicht überlebt, dass er so früh ist, aus dem Frühlingsschlaf rausgereicht worden, vielleicht in die Aprilsonne. Es hat nicht gelangt für ihn, zum Überleben. Und genauso ist es mit der Liebe. Man darf sie nicht aus ihrem Versteck rausgröbeln. Man darf sie nicht vorzeitig irgendwie an ein Sonnenlicht zerren. Sonst geht es ihr genau gleich wie unserem Schildkrott. Ich beschwöre euch nicht nur die Töchter Jerusalems, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Kindergärtnerinnen. Ich beschwöre euch die Medienschaffenden, die Filmmacher, dass die Liebe nicht zu früh weckt, nicht aufstört, nicht aufstöbert, nicht etwas künstlich ans Licht zerrt, das noch gar nicht nachher ist. Das haben wir schon kleine, so eine albtraumhafte Szene von vielen kleinen Schildkrötchen, die in der Aprilkälte, vielleicht sogar in einem Schneeeinfall, den es wieder gegeben hat, da sie in der Starre. Irgendwie hat man ihren Kreislauf in Gang gebracht, aber sie haben noch nicht genug Eigenwärme. Sobald ein Sturm kommt, ist es völlig fatal und sie können sogar innerlich dran zugrunde gehen. Ein paar strahlenflüchtige Märzsonnen reichen natürlich noch lange nicht, für all die Wärme in Gang zu bringen, die es braucht, für eine intensive, tiefe Beziehung zu leben. Solche Leute brauchen vor allem selber noch viel Nestwärme. Die haben sie ja noch gar nicht alle getankt, die sie dann für später brauchen. Und plötzlich sollten sie mehr geben, als sie überhaupt haben. Und man merkt, dass sie wahrscheinlich irgendwo in einer Form missbraucht werden. Missbraucht unter dem Stichwort Liebe. Sie sind häufig wunderschön in diesem Alter, beide Geschlechter. Aber sie können schon innerlich gestorben sein, völlig überaltert, völlig ausgelogen. Darum gibt es die Beschwörung, die hier heisst, wir beschwören euch, die abstimmen können gegen eine sexuelle Früherziehung, seid weise, helft die Zurückhaltung, dass die Liebe nicht aufgestört wird, in einem Zeitpunkt, wo sie es noch nicht mal verkraften. Du ewiger Gott, Vater von der Liebe, Vater vom Licht, du hast uns so etwas Wertvolles ins Herz hineingelegt. Eine tiefe Sehnsucht. Und auch ein Wissen um das ganz Wertvolle, innige, intime von einer Lebensgemeinschaft, von einer Erfüllung. Wir danken dir, dass das von Generation zu Generation immer wieder lebt. Und wir sehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, wenn Menschen im rechten Zeitpunkt da drinnen können erwachen und das auch sinnvoll können leben. Wir sehen, dass es umkämpft ist, bis ins Kindergartenalter und weiter zurück. Und darum wollen wir dich ganz herzlich bitten, für unsere Behörden, für all die Töchter, jetzt nicht nur von Jerusalem, sondern Bern, Basel und Zürich, und die Söhne, die hier an der Anrichte sind, Vater, schenk du Weisheit. Dass wir nicht Leben zerstören, wenn wir es zu früh wecken. Dass wir nicht Liebe ausbüten, indem wir sie
eine Art exponieren, sondern dass wir mit Weisheit, mit Zurückhaltung können warten. Amen.